Herzlich willkommen. Ja, heute ist der Montag, der 30. Und mein Matthias ist nicht da. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon alle mitbekommen. Ja, ich bin alleine da. Aber nicht immer. Denn ich habe auch ein paar Freunde, die mit mir mitmachen wollen. Aber dreimal die Woche bin ich alleine da. Und das ist immer montags, mittwochs und, nee, montags. Ach du je, donnerstags und sonntags. Irgendwie so. Und dazwischen bin ich immer mit den anderen coolen Dudes unterwegs. This world. Oh, halt die Klappe. Erst will ich reden. Ja, und wir werden alleine Sacred 1 spielen. Und zwar habe ich ja mal Sacred 2 gespielt. Das ging ja massivst nach hinten los. Und ja, Sacred 1 liebe ich aber, wirklich. Mit all meinem Herzen, so viel ich habe. I'm a Ich battle liebe mage, and apart Sacred from magic, I have 1. discovered the warrior's arts Und for jetzt werden wir mal myself. gucken, dass wir uns einen Charakter basteln. Ich hatte ein paar Startschwierigkeiten unter Windows 10 und überhaupt. I'm a dark elf and come from a Ich bin power-hungry ein group of the bisschen elves. hin und The her gerissen ritual zwischen martial dem arts are our blood. Dunkelelfen und I'm a dem battle mage, and apart from magic, I have Kampfmagier. discovered the warrior's arts for myself. I am skilled in using swords and staves when forced into close combat, but Ich glaube I'm a aber, ich nehme dark den elf. Dunkelelf. Den Dunkelelfen nennen wir Matthias. Der ist ja bei uns. Kann ich auch ein Smiley machen? Ist das erlaubt? So. Ja, dann starten wir doch mal, wa? Gucken wir, ob das jetzt lädt. Yay, jetzt lädt. Ja, ich muss mich vorab entschuldigen. Unter Windows 10 spacken die Videos. Deshalb gibt es keine Videos für euch. Ach, ich brauche keine First Steps. Ich bin Pro in diesem Spiel. Denn damals. Lass mich. Damals, als dieses Spiel rauskam, da habe ich es gesuchtet. Wie ein Bekloppter. Und das kann ich euch wirklich sagen. Denn dieses Spiel ist wirklich, wirklich ein super The gutes last stage RPG. of our escape is before us, my dark elf companion. My Dark Elf We must go to Companion. Commander Romata at Bellevue Garrison. With my bow and your fighting skills, we should be able to keep the dark elves pursuing us at bay. Das glaube Let ich aber us not auch. waste too much time, as your brothers will never forgive you for following a cry from the heart and leaving the path of the shadows. The blood of our enemies shall drip from our blade. Oh yeah. Was ich bei Sacred 1 schon immer cool fand, ist, dass die Charaktere an verschiedenen Orten in Arcadia quasi gestartet haben. Gestartet sind. Gestartet können. Ihr wisst, was ich meine. Confusion ist scheiße. Das heißt, die My Waldelfe friend? hier. Die startet auch hier und der Schlachtmagier, der Kampfmagier startet irgendwo komplett anders und so. Und das fand ich immer super cool. Your character can be equipped with items found in your backpack. Ah, stimmt, wir haben ja noch Klamotten an. Ach nee, die haben wir schon direkt angezogen. Haben wir? Ach ja, genau, die schöne braune Ding. Ja, die Grafik ist natürlich. Ja, ich weiß doch. Ich bin doch Profi. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber das ändert nichts an der Großartigkeit dieses Spiels. Und das ist total verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Sacred 2 so richtig mega kacke war. Das habe ich ja irgendwann abgebrochen am 20. Part, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte. Und wenn man bedenkt, dass Sacred 3 einfach eine Beleidigung für alles ist. Also. Nu, box ihn zu Tode mit deinem Fäustling. Hier, komm, kannst du mal so einen Kick. Bam. Ins Gesicht. Ein Magnificent Crossbow. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel auf Englisch ist. Steam sagt wohl, Englisch ist cooler als Deutsch. Haben sie wahrscheinlich auch recht. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ach ja, wir müssen einfach dem Weg folgen. Also, verzeiht, ich kenne so ziemlich jede Startkampagne von jeder Klasse. Von daher ist das nicht weiter komisch, dass ich auch hier genau weiß, wo ich hin muss. So nach, ich glaube,
12 Jahren, wo ich es nicht mehr gespielt habe. Aber damals war das wirklich echt groß. Also, es ist verrückt, aber auch so ein Spiel kann mal gut sein. Concentration, the skill increases the regeneration rates of combat techniques. Aber ich glaube, ich möchte auf die Weapon Lore gehen. This ability increases the damage dealt to the foe from close combat and ranged weapons. Und ich mag Damage, deshalb gehen wir das. So. Entschuldigt, es gibt interessantes weiteres Skillsystem. Und zwar sind das diese Dinger, die ich hier gefunden habe, die ich auch direkt gelernt habe, diese Combat Arts. Das sind quasi meine wie nennt man das? Abilities. Also meine, hier das Ding. Da ihr jetzt noch einen zweiten bekommen, da könnte ich jetzt den hier reinziehen. So. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen einfacher bei Sacred 1 und dadurch irgendwie auch besser. Ich brauche keine Introduction. Danke. Irgendwie konnte ich die auch hin und her schalten. Das wäre natürlich jetzt nice to know. Ach, ich weiß es nicht. Kann ich nämlich jetzt so? Bäm, jetzt ist er confused. Ja, Kackskill. Später kriegt man wirklich noch richtig großartige Kampffertigkeiten. Gerade als Dunkelelf. Der Magier hat auch wirklich schöne Zauber. Ich habe oft das Problem in RPGs, dass die Zauber total luschig und scheiße aussehen. In Sacred war einfach alles schön. Noch damals. In der guten alten Zeit. Wag auf Suragnar. Ah, da ist ein Boss. Den machen wir jetzt erstmal tot. Komm, Schatirp. Ihr seht, ist alles noch irgendwie recht simpel. So. Gleich sind wir in unserer ersten City. Und in unserer ersten City erstmal alle Fässer kaputt machen. Das macht man so, wenn man in eine Stadt kommt. Macht man erstmal Fässer kaputt. Das ist bekannt. Und macht auch erstmal jede Truhe auf, die man finden kann. Und guckt auch in jeden Brunnen, denn da sind in Sacred immer Healing Potions drin in den Brunnen. Immer erstmal die Brunnen suchen in der City. So, hier ist noch so fast. Das dreht mal kaputt. Bombs. Ja, morgen kommt dann ja ein anderes Spiel, auf das ich mich sehr freue. Und ich werde aber noch nicht verraten, was und mit wem. Aber ich kann euch sagen, es wird schön. Es wird auf jeden Fall schön. Ich habe mir für diese Zeit nur schöne Spiele ausgesucht, auf die ich wirklich richtig viel Lust habe. Und wo ich jetzt schon weiß, dass sie mir richtig viel Spaß machen werden. Und ja, ich hoffe auch, Matze hat seinen Spaß, wenn er da ist, wo er ist und sich das Ganze hier anguckt und so und dann denkt, ach ja, das ist aber schön, ein schönes altes Spiel, das habe ich auch gemocht, weil ich glaube zu wissen, dass er Sacred 1 auch richtig gut fand. Hier ist meine Truhe, die steht in jeder Stadt am Brunnen. Finde ich auch ziemlich cool, dass man einfach so seine Chest hat. Wir müssen dann mal später gucken, ich weiß gar nicht, ob ich schon doppelhändig kämpfen kann. Nein, das wollte ich nicht. Das ist immer nicht so einfach gewesen bei Sacred. Kann ich noch nicht doppelhändig? Ah, nee, ich glaube, das lerne ich noch. Gut. Wir machen jetzt einmal ein bisschen was auf. Geschicklichkeit. Habe ich ganz vergessen zu skillen. Haha. Ja, später lerne ich dann noch beidhändiger Kampf und dann wird es natürlich richtig spannend. Weil da wird man ganz schöner Badass später. Und es gibt aber auch Stellen in diesem Spiel, da habe ich geflucht wie ein Kesselflicker, weil die richtig bockenschwer sind. So, guten Tag, mein lieber Herr Bauer. Ich mach mal eben alle deine Schränke auf und nehme mir einfach mal dein Gold. Ach, das war noch schön damals im Mittelalter. Da konnte man einfach nur Leute beklauen. Das war okay. Musste nur sagen, entschuldigen Sie, ich bin Held. Hallo? Sie werden doch wohl kein Problem damit haben, mich in meinen edlen Taten zu unterstützen. Und dann haben die gesagt, nö, ist gut. Nimm dir, was du brauchst. Wir sind zwar nur arme Bauern, aber naja. Wir verhungern eh wahrscheinlich bald. Ist das nicht so schlimm.
Was ist denn das Book of History sag? Right click to add to your logbook. Ihr merkt, ich hab's so ein bisschen im Hals. Ach, ein bisschen Geschichte. Einfach nur. Na gut. Also wer es lesen möchte, Pause drücken. Lesen. Ich werde das jetzt auch nicht alles durchlesen. Ah, eine Quest für mich. Find my award-winning sheep, Erika. She's disappeared. Just like that. I only took my eyes off her for a moment while I fetched her golden circlet from the house. What? Whatever you mean. You must help me. Next week is the great animal fair in Porto Vallum, and I need to take Erika there. She's the princess of all sheep. Except it's open season. Natürlich suche ich dir Erika. Ich meine, ich bin ja auch immer ein großer Fan davon gewesen, Farmtieren so lustige Namen zu geben. Irgendwie ein Merchants. Ich brauche keine Introduction zu einem Händler. Danke. Ich habe schon mal ein RPG gespielt. Zum Beispiel, wenn man ein Schwein Schinken nennt oder eine Kuh Erna oder so. Das fand ich schon immer gut. Wo ist das Geld? Da ist das Geld. Und, was hast du so? Nix. Doch, hier sowas. Das könnte ich ganz gut gebrauchen. Ah, fette Pistole. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist die... Ja, hier nimm hin den alten Stock. Das kannst du auch haben. Das ist zu langsam für meinen Kampfstil. Gönn dir den scheiß Lesser Potion of Undead Death. Den habe ich nie benutzt. Das macht quasi wieder mehr Schaden gegen Untote. Absolut nutzlos. 42, ja, gut. Danke. ja. Habe ich immer weggegeben. Brauchte ich nie. Habe ich wirklich noch nie benutzt. Ja, ich habe doch schon eine Quest angenommen, du Dude. Help me, Amongshi! Kill the rabbit, rabbit leader of the pack. Also quasi den Wolf killen. I will carry out the quest in my own way. So I will carry out the quest in my own way. Oh, ein Bandit. Bringen wir ihn um. Er wollte zwar nur mein Geld, wir nehmen sein Leben. Auch wenn er schwarzes Blut hat. Hier müsste jetzt aber eigentlich noch einer kommen. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen... into the game. Magical, gehen Sie mal bitte aus dem Weg, Frau Elf. Hallo. Hiding Place, achso. Für die Vampirin. War auch eine sehr coole Charakterklasse, wie ich finde. Damals. Also Sacred 1 hatte wirklich auch mit den Add-ons sehr, sehr gute Charakterklassen. Und spannende Charakterklassen, die es vor allem nicht überall und immer gab. Und ich habe hier auch ein Buch von Sacred, glaube ich, irgendwo rumstehen. Und da geht es auch um eine Vampirin. Das ist auch ein wirklich gutes Buch. Also, ich habe wirklich schon Schlechteres gelesen. One Bracer of Pain. Ich mag Pain. Das für die Dämonen. Na gut. Ja, ich, yay, level up. Es gibt hier halt auch noch einen Zwerg und es gibt auch noch eine Dämonin. Die kam dann später dazu mit dem Add-on, mit dem Sacred Underworld Add-on. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie sauer oder so, dass ich die nicht spiele. Ich wollte halt einfach nur Sacred Vanilla spielen. Dürft ihr mir nicht übel nehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dual Wielding brauchen wir auf jeden Fall. Enables fighting with two weapons at once and improves attack effectiveness and speed. Ich hab's mit der Stimme heute. Increases the attacking effectiveness and speed in combat with Dark Elf Bladed Weapons brauchen wir auch unbedingt. Also die beiden müssen wir auf jeden Fall schon mal nehmen. Und dann ist es eigentlich relativ random. Aber die beiden müssen wir haben. Sonst geht nichts.
So, wir haben jetzt erstmal Dual Wielding genommen. Concentration war ja das Regeneration of Combat Techniques. Die können wir so ein bisschen zurücklassen. Ich skill das mal auf 3 hoch. Und dann möchte ich das Schwert benutzen, bitte. So nämlich. Und schon ist das alles viel fancier. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich richtig laufe. Ich sollte vielleicht mal in meinen Quest laufen. Hier, zack, zack und zack, zack. Gegen die Backen. Ich guck mal in meinen Quest-Log. Dream Songs. Ne, ich laufe komplett falsch. So, dann laufen wir jetzt erstmal den Wolf töten. Na gut, haben wir halt ein paar Banditen gekillt. Da kann mir auch keiner übel nehmen. Lasst mich. Ja, lasst mich mal besser in Ruhe. Ist besser für euch, glaube ich. Und dieses Spiel hat eine unglaubliche Fülle an Easter Eggs. Und kleinen Scherzen. Vor allem, wenn wir dann nachher noch zu einem Friedhof kommen. Und da die Grabsteine lesen. Und wahrscheinlich von so einem Typen gekillt werden. Aber das sehen wir dann alles. Auf alle Fälle war es das erstmal für die Folge. In der nächsten Folge machen wir uns über den Wolf her. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und habt erstmal viel Spaß morgen bei dem mysteriösen Spiel und übermorgen bei dem anderen mysteriösen Spiel. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.